In diesem Video geht's weiter mit der Renovierung meines Kellers. Als nächstes Projekt steht der nächste Kellerraum an, ein einfacher Lagerraum. Das hier ist er. In einem vorherigen Video habe ich gezeigt, wie ich im Waschraum meinen alten Kellerabfluss austausche und mittels KG-Rohren und Adapter den Anschluss an die bestehende Kanalisation herstelle. Das Video dazu ist hier oben rechts verlinkt. Aber zurück zum Lagerraum. Ich möchte den Raum komplett renovieren und werde losen Putz und alte Farbschichten entfernen, den Boden abschleifen, grundieren und mit Bodenfarbe neu streichen. Ich werde den Putz an einigen Stellen ausbessern und auch die Wand und die Decke mit Keilfarbe neu streichen. Da ich auch noch andere Hobbys habe, außer renovieren, soll das Ganze möglichst wenig kosten. Zufällig ist in meinem Fall die günstigste Lösung tatsächlich auch noch die beste. Aber dazu später mehr. Der Keller in meinem Haus ist ein typischer Altbaukeller. Zwischen 1,90 m und 1,97 m ist er hoch. Ich kann mit Schuhen gerade so aufrecht darin herumlaufen. Der Fußboden war ursprünglich gestampfter Lehm. Erst nachträglich wurde eine Bodenplatte aus Betonestrich eingebracht und anschließend irgendwann mit Betonfarbe gestrichen. Die Kellerdecke besteht aus Stahlträgern, in deren Zwischenräumen gewölbte Kappen aus Ziegelsteinen eingemauert worden sind. Daher wird diese Art der Deckenkonstruktion auch Kappendecke genannt. Die Wände bestehen aus Bruchsteinen der Umgebung, auf die ein Pinselputz aufgetragen worden ist. Pinselputz bedeutet, dass der Putz nach dem Anwerfen mit einem breiten Pinsel oder einer Malerbürste geglättet und nicht etwa mit einem Richtscheit glatt abgezogen wurde. Dadurch sind die Wände nicht eben gerade. Zum einen war das schneller und günstiger herzustellen und hatte darüber hinaus einen weiteren positiven Effekt. Denn eine bucklige Wand, die zudem noch feucht ist, hat eine größere Oberfläche, die durch Verdunstungskälte in den warmen Sommermonaten den Keller abkühlen konnte. Zusammen mit dem feuchten Lehmboden sorgte dies für eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen. Heutzutage ein unerwünschter Effekt, aber in früheren Zeiten ohne Kühlschrank und Supermarkt um die Ecke, unabdingbar für die Einlagerung von Wurzelgemüse wie Kartoffeln, damit diese nicht austrockneten. Zufällig befindet sich aber in meiner Nähe, quasi um die Ecke, ein Supermarkt. Also habe ich als ersten Schritt meiner Kellersanierung in Eigenleistung den Keller trockengelegt. Das ist mittlerweile schon 6 Jahre her. Ich habe also angefangen, mein Haus ganz altmodisch rundherum mit Spaten, Schaufel und Schubkarre auszuschachten. Wie man sieht, hatte ich dabei auch tatkräftige Unterstützung. Ganz besonders habe ich mich gefreut, als ich unter dem alten Waschbetonpflaster auf eine alte, gemauerte Dreikammer-Klärgrube gestoßen bin. Die Freude stieg dann noch ins Unermessliche, als ich herausfinden musste, dass 2 Kammern bis oben hin mit Bauschutt gefüllt waren. Hier als Beweis mein freudiger Gesichtsausdruck, der während der Abbrucharbeiten mein treuer Begleiter war. Nach dem Ausschachten habe ich außen auf die Kellerwände eine Bitumen-Dickbeschichtung aufgetragen und Drainagerohr verlegt. Danach habe ich die Baugrube mit Drainagevlies ausgelegt. Das wasserdurchlässige Vlies verhindert, dass Mutterboden in den Drainagekies geschwemmt wird und so die Drainagerohre verstopft. Hier ist der Einbau des Revisionsschachtes für den Sickerschacht zu sehen. In ihm soll anfallendes Drainagewasser später versickern können. Vor dem Auffüllen der Baugrube mit Drainagekies habe ich noch eine Noppenbahn an der Wand verlegt, um die Bitumenschicht vor Verletzungen durch die Steine zu schützen. Die Trocknung der 60 cm dicken Kellerwände hat dann tatsächlich ganze 5 Jahre gedauert. Ich habe sie einfach trocknen lassen, ohne Heizen oder Bautrockner. Das wäre sonst ganz schön teuer geworden. Die Wände sind nun ausreichend trocken und es ist an der Zeit, mich an die Arbeit zu machen. Im Lauf der letzten 70 Jahre hat sich an und in den Wänden so einiges angesammelt an Schrauben, Dübeln, Nägeln und irgendwelchen Halterungen aus alten Zeiten. Diese entferne ich zunächst, damit sie mir später nicht in die Quere kommen, wenn ich die Wand abschleife. Das hier sind alte Dübel, die von 1926 bis in die 50er Jahre hinein verwendet wurden. Sie bestehen aus einer Gewebeeinlage in einer Blechhülse. Die Blechhülse ist natürlich mittlerweile stark korrodiert. Diese alten Türkloben müssen auch weg. Sie stammen aus der Zeit, als sich einfache Brettertüren im Keller befanden. Im nächsten Schritt entferne ich losen Putz und Altanstriche. Das ist wichtig, um eine gute Haftung des neuen Anstrichs zu gewährleisten.
Das Gerät hier, das so ähnlich aussieht wie ein Winkelschleifer, ist das Bosch Wandbearbeitungssystem. Leider gibt es das nicht mehr neu zu kaufen, Bosch hat es aus dem Programm genommen. Mir selbst gefällt es wirklich gut, denn es gibt unterschiedliche Aufsätze. Hier zum Beispiel der Drahtbürstenaufsatz zu sehen. Als Absaugung verwende ich einen alten Mehrzwecksauger von Kärcher, der mir schon seit über 10 Jahren gute Dienste leistet. Vor einigen Jahren habe ich mir aus einer Blechtonne und diesem Plastikaufsatz noch einen Zyklonabscheider gebastelt. Einfach um Staubbeutel zu sparen. Es hat sich gerade bei dieser Aktion wirklich gelohnt, denn beim Schleifen kommt einiges an Schleifstaub zusammen. Ich schätze, es waren hier insgesamt so um die 50 bis 70 Kilogramm. Ich nehme also zunächst die Bosch mit dem Drahtbürstenaufsatz, um die Kalkfarbe auf den Stahlträgern zu entfernen. Anschließend schnappe ich mir meine Stoßscharre und entferne die alte Kalkfarbe von der Decke. Sie lässt sich relativ einfach ablösen, besonders wenn man so wie ich den richtigen Hüftschwung drauf hat. Das ist zwar relativ aufwendig und kostet Zeit, aber leider unumgänglich. Denn die alte Kalkfarbe blättert schon an vielen Stellen von der Decke. Zum Abschluss der Deckenarbeiten nehme ich meinen Winkelschleifer und eine Reinigungsscheibe zur Hand und gehe nochmals über die Stahlträger. Zum Glück sind die Stahlträger fast gar nicht korrodiert. Ich habe da schon viel Schlimmeres gesehen. Nach der Decke sind jetzt die Wände dran. Ich verwende wieder den Drahtbürstenaufsatz und schleife drauf los. Weil die Wand so bucklig ist, komme ich mit dem Drahtbürstenaufsatz nicht überall hin. Ich drehe daher nochmal mit dem Spachtel ein, zwei Runden, um auch wirklich alle Stellen zu erwischen. Stellen, die sich hohl anhören, klopfe ich mit dem Hammer ab. Ich werde diese und andere Stellen später mit Kalkzementputz ausbessern. Hier und da sind einige Stellen, wo einer der Vorbesitzer des Hauses Gips hingeschmiert hat. Obwohl er relativ fest sitzt, entferne ich ihn lieber. Die alten Zuleitungen einer längst vergessenen Ölheizung sind ebenfalls zugegipst. Irgendwas ist da hinten reingesteckt. Bin ich etwa auf ein altes Geheimversteck gestoßen? Schade, die gerollten D-Mark-Bündel, auf die ich gehofft hatte, entpuppen sich als Holzstücke. Der Putz in dieser Raumecke ist eigentlich gar nicht mehr als solcher zu bezeichnen. Ein bisschen rumstochern mit dem Spachtel lässt den Sand herausrieseln. Diese Stelle muss auf jeden Fall auch ausgebessert werden. Weiter geht's mit dem Abschleifen der alten Bodenfarbe. Zuerst muss ich aber die Drahtbürste gegen den Diamantschleiftopf austauschen. Los geht's! Meine orangenen Knieschoner machen das Knien auf dem Betonboden erträglich. Leider merke ich aber schnell, dass das Arbeiten sehr zäh von der Hand geht. Wer genau hinschaut, erkennt unter der hellen Bodenfarbe eine gräuliche Schicht. Dabei handelt es sich um einen extrem harten Bodenspachtel, den wahrscheinlich ein ganz schlauer Vorbesitzer stellenweise hingeschmiert hat, vermutlich um aufsteigende Feuchtigkeit oder sowas zu bekämpfen. Ich ahne an dieser Stelle schon, dass es eine kleine Ewigkeit dauern wird, bis ich das weggeschliffen habe. Hier mal ein kleiner Zwischenstand. Es geht zwar langsam voran, aber immerhin. Wie man sieht, ist die ganze Angelegenheit extrem staubig. Ich hatte das schon befürchtet und habe mir deswegen eine Vollgesichtsmaske besorgt mit auswechselbaren Filtern. Das ist für diese Art von Arbeiten eine lohnende Investition in die Gesundheit, finde ich. Hier ist sie nochmal zu sehen. Zuvor hatte ich eine Schutzbrille, die getrennt von der Atemschutzmaske war. So war das auch schon im Kellerabflussvideo zu sehen. Die beiden kamen sich aber ständig gegenseitig in die Quere. Dadurch war die Brille permanent beschlagen und Staub bekam ich auch in die Augen. Die Vollgesichtsmaske ist hier deutlich besser und sie beschlägt tatsächlich nicht von innen. Das hier ist übrigens das Ergebnis nach dem Abschleifen. Jetzt gehe ich mit dem Drucksprüherei um und nässe die Stellen vor, die ich verputzen werde. Das bindet einerseits den Staub und andererseits verhindert es ein Aufbrennen. Wenn dem Putz durch einen zu trockenen Untergrund zu viel Wasser entzogen wird, kann er seine Festigkeit nicht erreichen und neigt zum Absanden oder fällt sogar von der Wand ab. Diesen Vorgang nennt man Aufbrennen und man kann ihn unter anderem verhindern, indem man die betreffenden Stellen ordentlich und mehrmals vornässt, bis die Wand die Nässe nicht mehr sofort aufsaugt. Zum Anrühren des Verputzes verwende ich die Zwei-Eimer-Methode. Im Putzeimer lege ich lediglich eine kleine Menge Wasser vor, der andere ist ganz mit Wasser gefüllt.
Ich fülle dann die gewünschte Menge Putz in den Putzeimer, gebe etwas Wasser aus dem Wassereimer zu und mische dann den Putz ordentlich durch. Indem ich dann entweder mehr Wasser oder mehr Putz zugebe, kann ich die gewünschte Konsistenz einstellen. Nach dem ersten Durchmischen gebe ich dem Putz 3 bis 5 Minuten Zeit zum Reifen und mische dann noch ein letztes Mal durch. Das verbliebene Wasser im Wassereimer benutze ich dann, um den Rührstab zu reinigen. Ich stelle den Putz so ein, wie hier zu sehen. Er hat eine breiartige Konsistenz und läuft langsam an der Kelle herunter. Vor dem Anwurf nässe ich wieder vor. Wie gehabt mehrmals in kurzen Abständen, damit bestehender Putz und Mauerwerk das Wasser aufnehmen können. Ich verwende hier ganz normalen Kalk-Zementputz der Festigkeitsklasse CS2, wie er sehr günstig als herkömmlicher Putz- und Mauermörtel in jedem Baumarkt erhältlich ist. Putz dieser Festigkeitsklasse ist mittelfest und kann gemäß der alten Putzerregel, weich auf hart, auftretende Spannungen des Untergrundes aufnehmen. Ein reiner Zementputz zum Beispiel ist sehr viel fester und wäre hier genauso unnötig wie teurer Sanierputz. Ich zeige im Folgenden 2 herkömmliche Techniken, mit denen ich den Putz auftrage, und etwas später noch eine 3. weniger herkömmliche Methode. Im Moment werfe ich den Putz mit der Kelle an. Das Anwerfen ist von den 3 Techniken die schwierigste und erfordert ein wenig Übung. Fürs Verputzen verwende ich hauptsächlich 3 Kellentypen. Die kleine Kelle, eigentlich Stuckateurspachtel genannt, ist 80 mm lang. Die größere von beiden, die Stuckateurkelle, auch bekannt als Mauerkelle, ist 160 mm lang. Die beiden arbeiten im Team, ganz ähnlich wie Bud Spencer und Terence Hill. Die kleine nehme ich fürs Grob-Filigrane, weil sie schön handlich ist, und die größere fürs Filigran-Grobe, weil sie schön was wegschafft. Ich verwende hochwertige Profikellen von Storch aus Edelstahl und mit Holzgriff. Sie kosten nur wenig mehr als die Billigteile aus dem Baumarkt, halten aber viel länger. Meine sind schon 12 Jahre alt, immer noch heile und immer noch rostfrei und haben nicht nur verputzt und gespachtelt, sondern auch dabei geholfen, die Bitumenblickbeschichtung auf die Außenwände meines Kellers aufzutragen. Etwas später ist dann auch noch die Glättekelle zu sehen. Anders als der Name vermuten lässt, nutze ich sie nicht nur zum Glätten von Putz, sondern auch zum Aufziehen auf die Wand. Hier zu sehen ist eine Eckkelle. Die gibt es sowohl für Innen- als auch für Außenecken. Ganz hilfreich für das Anformen der Raumecken. Die 2. Technik zum Auftragen des Putzes, neben dem Anwerfen, ist das Aufspachteln mit der Glättkelle. Dazu wird mit der Maurerkelle ein nicht zu großer Batzen Mörtelputz auf die Glättkelle gelegt, der dann mit leicht schräger Haltung an der Wand verschmiert wird. Gelegentlich halte ich auch die Glättkelle beim Verputzen unter die Stelle, um herunterfallenden Putz aufzufangen. Das Verputzen mittels Kelle bzw. Spachtel ist mit ein wenig Übung gar nicht so schwer. Was aber ist mit Menschen, die hinsichtlich ihrer Maurer- und Verputzfähigkeiten anders begabt sind? Nun, ich bin stolz darauf, eine Antwort gefunden zu haben und präsentiere meine neueste Erfindung aus der Weltraumforschung. Die nanobeschichteten Spezialfolien-Verputzbeutel. Tiefere Schadstellen und sogar Dübellöcher lassen sich mit ihrer Hilfe ganz gut und ohne Sauerei ausbessern. Ganz ausdrücklich muss ich aber davor warnen, für diesen Zweck gewöhnliche Frischhaltebeutel mit abgeschnittener Ecke zu verwenden. Wenn nur kleinere Stellen auszubessern sind, nehme ich meinen Gipserbecher und mische mir darin eine kleine Menge Putz an. Zusammen mit einem schmalen Malerspachtel lassen sich so relativ zügig kleine Fehlstellen ausbessern. Wie zum Beispiel diese Stellen hier, die ich übersehen hatte. Am Ende der Putzarbeiten kratze ich mit der Maurerkelle den verbliebenen Mörtel aus dem Eimer auf ein Stück Pappe und wasche den Eimer aus. Nach dem Aushärten schmeiße ich die Pappe samt Mörtel einfach in den Hausmüll. Der Putz hat nun leicht angezogen. Ich gehe jetzt reihum und kratze überflüssigen Mörtel hier und da von den Wänden. Das Anziehen dauert, je nach Dicke der Putzschicht, Witterung und Untergrund, irgendwo zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Sobald der Putz sich auf leichten bis mittleren Druck mit den Fingerspitzen nicht eindrücken lässt, ist es soweit und ich kann mit dem Glätten bzw. Abreiben beginnen. Fürs Abreiben gibt es verschiedene Arten von Reibebrettern, die sich auf die Textur der fertigen Putzoberfläche auswirken. Es gibt Reibebretter aus Holz oder aus Kunststoff, mit Schwamm, Filz, Latex oder Moosgummi belegt und sogar welche ganz ohne Belag.
Persönlich bevorzuge ich ein Reibebrett mit orangefarbenem Schwamm, denn das passt farblich ganz hervorragend zu meinen schicken Knieschonern. Auch die leicht männlich raue Oberfläche, die sich damit erzielen lässt, sagt mir zu. Ich tauche das Schwammbrett immer mal wieder in einen zu einem Viertel gefüllten Eimer mit Wasser und streiche den Schwamm danach gründlich am Rand des Eimers ab. Anschließend reibe ich so lange über die verputzte Oberfläche, bis sich ein gefälliges Ergebnis einstellt. Der hier zweckentfremdete, rechteckige Eimer ist übrigens ein alter Mülleimer. Den hatten die Vorbesitzer, nebst einigem anderen Zeug, in der Küche zurückgelassen. So sah das damals aus in unserer Küche, als wir unser Haus gekauft haben. Wie sagt man so schön? Es war ein Schnäppchenhaus. Hier ist er, mein Eimer, so wie ich ihn im Oktober 2008 in meiner Küche vorgefunden und fotografiert habe. Und er ist seitdem kaum gealtert. Und das, obwohl ich mit seiner Hilfe fast das ganze Haus mit Lehmputz verputzt habe. Hier steht er neben der allerersten Wand, die ich jemals verputzt habe. Das war Ende November 2008. Leider ist er mir aber während der Kellerrenovierung heruntergefallen und kaputt gegangen, sodass unsere Männerfreundschaft ein jähes Ende fand. Als Ersatz habe ich mir einen Fliesenleger-Wascheimer besorgt. In Orange gab es ihn leider nicht, aber dafür hat er diese praktischen Rollen, mit denen das Abstreifen des Wassers wirklich gut funktioniert. Das Teil kann ich wirklich empfehlen. Falls sich jemand dafür interessiert, den Eimer und auch alle anderen Werkzeuge, die ich in diesem Video verwende, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kleinere Stellen lassen sich relativ unkompliziert mit diesen Geschirrschwämmen glätten. Ich mag die ganz gerne und benutze sie sogar zum Streichen. Hier zum Beispiel behandle ich damit die Deckplatte meines Sideboards mit Hartwachsöl. Aber ich schweife ab, zurück in den Keller. Die Putzarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Das ist das Schöne an einem Altbaukeller mit Pinselputz. Da die Wände sowieso bucklig und schief sind, ist ein hervorragendes Endergebnis von vornherein eine ausgemachte Sache. Decke, Wand und Boden sind jetzt bereit für den Anstrich. Als erstes stehen die Stahlträger und die Metallzargen der Türen an. Damit die Farbe besser darauf haftet, reinige ich sie zuvor mit Nitroverdünnung. Zum Abkleben verwende ich kein Kreppband, wie früher mal üblich, sondern Malerband. Das ist viel besser in der Handhabung und lässt sich auch nach längerer Zeit noch rückstandslos entfernen. Damit auf den geschliffenen Boden keine Farbe tropft, lege ich ein Malervlies aus. Gegenüber irgendwelchen Folien auch hier wieder deutlich besser in der Handhabung und natürlich viel langlebiger. Dieses Malervlies habe ich mal vor über 12 Jahren gekauft und seitdem oft verwendet. In der Waschmaschine habe ich es auch mal gewaschen, weil es nach längerer Zeit der Lagerung im Keller ganz schön muffig roch. Und wer will sowas schon im Wohnzimmer haben, wenn er dort seine Wand streicht? Vor der Verwendung rühre ich die Metallschutzfarbe einmal gründlich auf und fülle sie anschließend in ein gesondertes Gefäß um. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie so deutlich länger haltbar ist. Wenn man den Pinsel direkt in die Farbdose taucht, um zu streichen, gelangen ansonsten stets geringe Mengen Staub, anderer Schmutz oder Pinselhaare in die Farbe, auch wenn man noch so sorgfältig arbeitet. Ich reinige den Rührstab sofort nach der Verwendung, damit nichts antrocknet. Die blaue Putztuchrolle ist hier überaus praktisch. Wer sie noch nicht kennt, im Prinzip ist es eine große Küchenrolle, nur besser. Und pro Blatt auch viel billiger. Für die Reinigung verwende ich Nitroverdünnung. Sie eignet sich nicht nur zum Verdünnen von lösemittelhaltigen Anstrichen oder zum Entfetten der anzustreichenden Oberflächen, sondern auch um Pinsel und andere Malutensilien nach dem Gebrauch zu reinigen. Damit der Pinsel zwischen den Farbaufträgen nicht eintrocknet, kann er einfach über Nacht in ein Stück Frischhaltefolie eingewickelt werden. So erspart man sich eine Zwischenreinigung. Nach dem Verputzen kommt jetzt das Abputzen. Bevor ich Decke und Wände streiche, reinige ich sie nochmal gründlich mit dem Wischer. Ich hatte ja vorhin ordentlich Staub produziert und nebenbei auch den Boden abgeschliffen. Dieser Staub soll vor dem Anstrich weg, damit die Kalkfarbe vernünftig auf dem Untergrund haften kann. Obwohl ich Wände und Decke vorher abgesaugt hatte, kommt da noch ordentlich was runter. Ich sprühe das Wasser mit dem Drucksprüher an die Decke. Ein zu feuchter Wischer sorgt ansonsten für eine ungewollte Haarwäsche. Es gibt einige besondere Gründe, warum ich mich im Keller gerade für Kalkfarbe entschieden habe. Einerseits ist sie günstig. Für ein 10-Liter-Gebinde habe ich im Baumarkt deutlich unter 20 Euro bezahlt. Mit Weißkalkhydrat als Sackware und Wasser lässt sie sich sogar noch sehr viel günstiger selbst anmischen. Der 25 Kilogramm Sack Weißkalkhydrat kostet im Baumarkt unter 10 Euro und ergibt ungefähr 25 bis 30 Liter fertigen Anstrich. Kalkfarbe hat drei Eigenschaften, die sie ideal als Kelleranstrich für Altbaukeller machen.
Erstens ist Kalkfarbe sehr feuchte und gasdurchlässig, was eine Austrocknung feuchter Kellerwände begünstigt. Zweitens, Kalkfarbe verfestigt sich, indem sie mit dem CO2 aus der Atemluft reagiert. Sie trocknet also nicht im eigentlichen Sinn und lässt sich daher auch sehr gut auf dauerhaft feuchte Kellerwände streichen. Drittens, Kalkfarbe ist mit einem pH-Wert über 12 hochalkalisch und hat daher einen integrierten Schimmelschutz. Ich sprühe vor, während und zwischen den Anstrichen immer wieder Wasser mit dem Drucksprüher auf die Wand. Nicht nur der Farbauftrag geht so leichter von der Hand, es ist tatsächlich sogar notwendig, die Farbe feucht zu halten, denn vorzeitig eingetrocknete Kalkfarbe neigt später zum Abkreiden. Wie gesagt, sind bei Kalkfarbe Trocknung und Aushärtung zwei voneinander getrennte Prozesse. Durch Wasserverdunstung ausgetrocknete Kalkfarbe ist zunächst nicht sonderlich widerstandsfähig. Erst durch die Reaktion mit dem CO2 aus der Raumluft bilden sich die Kalkkristalle, durch die sie im Laufe der Zeit aushärtet. Selbst von außen abgedichtete Altbaukeller, wie meiner zum Beispiel, haben in der Regel im Sommer ein Feuchteproblem durch Kondenswasser und sind daher schimmelgefährdet. Auf die kühlen Kellerwände, die in der Regel unten auf Höhe des Fußbodens die Temperatur des umliegenden Erdreichs haben, stößt die sommerlich warme Luft und es kommt zur Auskondensation der Luftfeuchtigkeit auf die kühlen Wände. Wenn man sich ein leckeres Kalkgetränk aus dem Kühlschrank holt, kann man dieses wissenschaftliche Prinzip sehr schön beobachten. Es dauert nicht lange und es bildet sich Kondensfeuchte auf dem Glas. Ein zahlreiches Wiederholen dieses Versuchs ist übrigens zur Nachahmung empfohlen und fördert die Wissenschaft. Über die Hälfte des Raumes ist nun gestrichen und konnte über Nacht antrocknen. Mit der Deckung der Farbe nach dem ersten Anstrich bin ich ganz zufrieden. Zu beachten ist, dass der Kalkanstrich während des Auftrages zunächst etwas milchig durchsichtig ist. Die über Nacht angetrocknete Wandhälfte rechts deckt etwas besser. Dennoch werde ich noch zwei Anstriche auftragen müssen, bis ich zufrieden bin. Auch die bereits gestrichene Wand nässe ich vor. Es flutscht einfach deutlich besser und Schaden tut's ja nicht. Mittlerweile treten aber ernsthafte Anzeichen von Unlust bei mir auf und ich mache mir Gedanken, wie ich das Ganze hier etwas beschleunigen kann. Beim Stöbern im Internet finde ich dann diese Spritzpistole hier für günstige 25 Euro. Da ich schon einen Kompressor besitze und die Kosten somit überschaubar sind, bestelle ich mir eine und was soll ich sagen? Hätte ich es mal gleich so gemacht. Vor dem Aufsprühen gebe ich die gut durchgerührte Farbe durch ein Sieb, damit eventuell vorhandene Klümpchen nicht die Sprühpistole verstopfen. Mit dieser Trichterpistole lässt sich der Farbauftrag, ungelogen, auf ungefähr 10% der Zeit verkürzen. Ich muss zwar trotzdem nochmal kurz mit der Malerbürste überstreichen, für ein gefälliges Endergebnis, aber es ist kein Vergleich zu vorher. Es geht wirklich extrem viel schneller. Bevor ich mich sogleich ans Streichen des Fußbodens mache, werde ich noch schnell das ein oder andere Loch ausbessern. Ich verwende dafür Betonspachtel. Als Bodenbelag habe ich mich für gewöhnliche Bodenfarbe entschieden. Das ist die mit Abstand günstigste Lösung. Für einen Lager- oder Vorratsraum, in dem die ganze Familie zusammengerechnet vielleicht eine Stunde pro Jahr verbringt, reicht mir das einerseits völlig aus. Andererseits ist da auch die relativ niedrige Raumhöhe, die möglichst nicht noch geringer werden soll. Und sollten irgendwann in der Zukunft Erdarbeiten anstehen, die ein Aufstemmen der Bodenplatte erfordern, wäre eine Renovierung schnell und kostengünstig durchführbar. Im Vergleich jedenfalls zu einem Fliesenbelag. Bevor ich den Boden mit Bodenfarbe streiche, muss ich ihn grundieren. Die passende Grundierung habe ich gleich zusammen mit der Bodenfarbe gekauft. Wie gehabt, rühre ich sie erstmal gründlich durch. Damit das Zeug nicht so herumspritzt, halte ich den Finger an den Rührstab, knapp oberhalb der Flüssigkeit. So kann ich den Rührstab auf- und ab bewegen, ohne großartige Sauerei. Die Grundierung riecht extrem nach Lösungsmittel, daher habe ich wieder meine Atemmaske aufgesetzt. Zuvor hatte ich darauf geachtet, die geeigneten Filter zu kaufen, die neben Feinstaub auch Lösungsmitteldämpfe herausfiltern. Das Streichen des Fußbodens ist relativ unkompliziert. Alles Wichtige für ein gutes Gelingen habe ich bereits im Vorfeld erledigt.
Ich habe den Boden vernünftig abgeschliffen und von alten Farbanstrichen befreit. Vor dem Grundieren habe ich auch nochmal feucht durchgewischt und trocknen lassen. Auch neuer Beton muss übrigens unter Umständen abgeschliffen werden, wenn sich auf ihm eine Sinterschicht befindet. Sie entsteht, wenn das Wasser im Beton verdunstet und dabei die im Wasser gelösten Bindemittel und andere Inhaltsstoffe auf der Oberfläche zurücklässt. Oft ist eine zu hohe Wasserzugabe beim Mischen des Betons die Ursache dafür. Diese Sinterschicht ist sehr dünn und hart und neigt daher zum Abplatzen. Der Beton unmittelbar darunter ist meist mürbe und mit geringer Festigkeit. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, beginne ich mit dem Farbauftrag. Ich nehme durchgehend kleine 11 cm Schaumstoffwalzen, die sind am günstigsten. Sie erfüllen ihren Zweck und kosten weniger als 1 Euro pro Stück. Da sich eine Reinigung nicht lohnt, entsorge ich sie nach jedem Farbauftrag. Das ist das Endergebnis nach dreimal Streichen. Wie man sieht, sieht man was. Die Struktur des Estrichs, Schleifspuren und Risse sind deutlich sichtbar. Da mein Keller schon vorher mit Bodenfarbe gestrichen war, wusste ich das und es stört mich nicht. Es ist ein für mich ausreichend gutes Ergebnis und es passt so auch perfekt zur buckligen Wand.